So, es geht weiter bei Divinity. Wuhu. Nolan, was sagt er jetzt? Ja, bla bla bla. Lasst uns also von hier verschwinden. Die Sonne ist hier irgendwo, im entlegensten Raum, bla bla bla. Ja, wir haben aber denen schon geholfen, Alter. Sucht ihr die verdammten Häufigen in den Zellen? Ihr, Herr des Schlosses, habt ihr eine Idee, wie wir diesen Ort entkommen können, ohne dass die ganzen blutrünstigen Wilden da oben über uns herfallen? Holen wir euch hier raus. Bevor wir von den Orks überrannt wurden, wurde das Gefängnis in Jägerschneide kaum genutzt, aber es gab immer das Gerücht, dass kein Gefangener besonders lange im Kerker blieb. Manche sagen, dass ein Dämon sie verschluckt hätte. Offensichtlich sind das nur Gerüchte, aber vielleicht gibt es ja einen Weg nach draußen. Was sagt über Nolan? Er lebt? Ha, bei den gepriesenen Sieben, habt Dank. Welch schreckliches Leid er durchstehen hat, welches schreckliches Leid er hat durchstehen müssen. Aber jetzt ist es vorbei, nicht wahr? Es ist vorbei, denn die Götter haben uns einen Helden geschickt, der uns retten wird. Okay, wir müssen jetzt diesen Raum hier finden wahrscheinlich. Ich tippe mal, dass das hier draußen, das schaut irgendwie so aus, jawohl. Wenn man das so anschaut, ist das der Tunnel da hinten. Frage ist bloß, wie machen wir den auf? Okay, ja, können wir Nickerchen halten und uns heilen. So, jetzt weiß ich bloß noch nicht, immer noch nicht, wie wir die Tür aufkriegen. Ah, da ist ein Schalter, jetzt hat. A tunnel? Must have been uncovered by prisoners long ago. Who knows how many doomed it led to freedom? Auf jeden Fall. Bloß mal mit denen unterhalten, mit dem Nolan, wegen dem Tunnel, dass der mitkommt. Ach, der kann auch da bleiben, wenn er will. Lasst uns von hier verschwinden. Okay. Hier sind ja bloß noch die. Bla bla bla, holen wir euch hier raus. Seid gesehen, genau, jetzt laufen die los. Lasst uns hier verschwinden. Es ist zu schön, um wahr zu sein. Ihr habt den Tunnel also gefunden und die anderen Gefangenen sind schon frei. Lasst uns verschwinden. Schnell, bevor die Bestien oben Verstärkung schicken. Alles bereit, mein Held? Ihr habt euch selbst übertroffen. Dann machen wir uns auf den Weg. Yay! Ich weiß, dass ich mir selbst übertroffen habe. Wir sind einfach die Besten, ne? Problem, was wir heute wirklich noch ein bisschen sagen, ist einfach, dass die viel zu viel Schaden machen momentan. Growing too accustomed to the sight of corpses. Ja. Do our job. These will be among the last we find. Was soll das heißen? Gefährlich hinter uns, sind die bescheuert? Sporenverseuchte Wache. Nachtkappe. Alter, wollen die mich verarschen? Stufe 17, Stufe 18. In Stufe 16. Okay, das finde ich jetzt nicht schön. Einen kurzen Save. Jetzt zünd mich halt alles an. Solange wir hier auf Distanz bleiben, hoffe ich mal, dass die Pilze uns nichts tun können. Und die sporenverseuchten Wachen werden wir schon down kriegen. Okay, die haben nichts gemacht. Da bin ich schon mal nicht böse drüber. Hören wir uns unser Feuerelement da an zur Seite. Hat aber nicht viel Schaden gemacht. So überlegt. So, schauen wir, was die Pilze machen können. Bis jetzt haben sie nichts gemacht.
Schauen wir mal, was passiert, wenn wir uns noch Luftelementar herholen. Mit dem Feuerelementar und dem Luftelementar uns einmal vortasten. So, wir müssen auf jeden Fall irgendwas einmal attackieren. Ich bin mal gespannt, was das auf die Nachtkappe macht. Alter. Immun gegen Elementarschaden, wa? Fuck. Aber ja, sowas haben wir schon fast gedacht. Die müssen wir mit Nahkampfschaden erledigen. Das wird dann kein Spaß. Wir warten jetzt einmal hier. Ich bin bloß mal gespannt, was die Sporen dann vorhaben. Also die Pilze, irgendwas müssen ja, die müssen ja einen Effekt haben. Und ich kann mir momentan noch nicht vorstellen, was das sein sollte. Uppala. Dass sie gegen Gift immun sind, das wird ja klar sein. Aber... In der Richtung haben wir schon gedacht, Giftsporen. Wir haben doch direkt ins Feuer zurück. Ja, nicht viel Schaden gemacht zu haben. Die lassen wir einfach kommen. Ich will da zu den Pilzen noch nicht rüber. Mal noch einen Schritt nach vorn. Ja, haben wir nämlich beide mit drinnen. Okay, die sind aber wenigstens voll tötungsfähig. Ja, wenn die viel zu viel Schaden aushalten. Okay. Das können wir uns auch mal schenken. Wir haben ja den Angriff noch, aber wir können beide Angriffe diesmal verwenden. Aber wir haben echt viel Life. Die haben echt viel Life. Nächste mit Giftsporen. Okay, aber es scheint noch auszuwehren. Das einzige Problem ist halt, wir können ja wirklich nicht mit Elementarschaden angreifen. So, dann die einfache Heilung für die Madora mal zwischendrin. Kriegen wir trotzdem 133 Life dafür. So, immer drauf. Gegen die Pilze können wir mit keinem Elementarschaden was ausrichten. Das würde mich ein wenig an. Bloß ein wenig. Schurken könnte man eigentlich auch vorrücken. Weil der eine enorme Giftresistenz hat. Mit denen wird es wahrscheinlich am sinnvollsten sein, die da Blätter zu machen. Ja, Erdschaden, sind die immun dagegen, laden sich auf dabei. Ja, okay. Haben wir auch schon irgendwie gedacht. So, hinter den Stein können wir uns nicht, dann greifen wir halt normal an. Aber in dieser Ewigkeit dauert den so Schaden zu machen. Aber wenn ich unseren Schurken angreife, wäre vielleicht nicht mal schlecht, weil der wirklich kaum Giftschaden abkriegt. Den können wir eigentlich wunderbar heilen oder so. Nice, nice, nice. So, sonst noch was? Ja, das können wir beenden, ne?
Ja, merk schon, zum Schunk juckt es einfach nicht. Ich kann jetzt mit ihren Aktionspunkten einen wunderbaren Schurken auslassen. Und da reicht einfach, wenn ich denen eine normale, einfache Heilung draufknall. Mehr als ausreichend für das, was wir benötigen im Moment. Okay. Aber diese spurenverseuchten Wachen, wenn die ein Level, Level über uns sind, das ist kein Spaß. Aber wenigstens machen die auch nicht viel Damage, das scheint die Mandora kaum zu interessieren, was die da treiben. So, ich bin mir da mal überlegen, ich könnte eigentlich mit unserem Schurken schon Richtung Spitze mal nach mal vormarschieren. Jetzt brennen wir wahrscheinlich, okay. Bum, 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 mal wir brennen, wa? Da wird man nicht viel ausrichten können, Moment. Dann werden wir hier mal. Muss nämlich hier hinten dann erst einmal einen Regenzauber draufhauen. Also sonst bringt das nämlich gar nichts, was der da hinten treibt. Okay, damit schwächen wir zwar jetzt das Scarlet ihre Feuerzauber ein wenig ab. Soll uns aber jetzt vorerst einmal egal sein. Aber ich denke, dass wir die Pilze down kriegen. Gelähmt, sehr schön. Unser Feuerelement und unser Luftelement sind down. Schade drum. Okay, der hat ein Pilz ist ihm ausgewichen, verstehst? Okay, wir können ja trotzdem Schaden machen. Das war eigentlich ganz gut eigentlich. Die haben anscheinend keine Rüstung oder keinen Schutz oder sowas, das denen bietet, obwohl sie Level 18 sind. Die haben nur starkes Gift. So. Ah, der Schurke ist einfach der beste Mann, steht da mitten im Giftnebel drin. Das juckt dann gar nicht. Gott sei Dank. Hätten wir sonst ein echtes Problem. Vor allem wenn wir die wirklich nicht mit Elementarschaden knacken können, ist das echt immer ein wenig blöd. Skala könnte man da mal Hass drauf knallen, dann könnt ihr mir angreifen. Ja, den ersten Pilz haben wir dann auch schon fast. So, wie schaut's hier nochmal? Falsche Taste. 5. Ziel zu weit entfernt. Ich frage halt, wie weit wir noch vorgehen müssten. Ja, reicht aus. Wunderbar. Da könnte man dann sogar noch ein Erdschild drauf. Ach so, das ist bloß für direkt. Die, wo direkt in der Nähe sind. Das kann man an der Mandora mit drauf knallen, bevor die nach vorn marschiert. Ah, das ist blöd. Das ganze Gift wird ja teilweise mitgeheilt. Die Mandora hat eine Lähmung mit abgekriegt. Aber die ist bald wieder da. So, wir sollten trotzdem mal zwischendrin unseren Schurken nochmal eine Heilung draufknallen. Reicht es? Reicht, der Schritt reicht. Wir sind perfekt vom Abstand her. So, wenn jetzt noch treffen wird, dann wäre das very nice von dir. Hau jetzt dann endlich mal um. Geht doch, warum nicht gleich? Da man so lange rumtun muss. Verstehen wir diese Scheißpilze, das wird noch echt nervig. Sterne, die Spuren verseuchte Wache, klöppelt da schon Ewigkeiten drauf und die gehen einfach nicht down. Alter, wie viel Life haben die eigentlich?
Und die Lähmung am Auffrisch, tipptopp. Der, da verpassen wir erst einmal Giftschub, bevor die da reinrennt. Jetzt hau drauf! Again! Again! Wie ich das hasse, wenn der nicht trifft. Der ist jetzt down, das heißt, wir könnten dir noch ein Giftschild geben. Könnt ihr nochmal so in Richtung Ding schicken. Ja, die heilen halt die verdammte Pflanze mit, gell? Ja. Frisch mir die Heilung auf. Ist viel zu weit entfernt, also wir müssen noch wieder ein paar Schritte nach vorn gehen. Heil mal nicht und hau den Kerl da auf die Fresse. Schauen wir mal, wie effektiv wir sind. Falls wir treffen. So. Genau, nutzt deine Aktionspunkte nochmal richtig kräftig aus. Der Pilz weicht unserem Schurken aus. Ihr könntest echt aus der Haut fahren. Der wäre schon längst down, die verdammte Drecks. Ah! Ja, die kriegt schon ganz anders zu schauen wie der Schurke. Aber hört sich auch noch in Grenzen. Ja, müssen wir nur mal ab und zu mal ein Heißball drauf knallen. Dann läuft es schon. Dann kriegen wir das schon irgendwie. ...360 Schaden, Mann. 400 Schaden. Wir machen jetzt auch schon ganz schön Damage. Leck mich am Arsch. Sollst dann verkloppen. Sollst dann verhauen, verdammt. Alter, der hat jetzt 3 Hits nichts getroffen. Leck mich doch am Arsch. 4 Hits! Du könntest echt aus der Haut fahren, ohne Scheiß. Und oder heilen wir fleißig. Wenigstens die haut sie um. Schurke schon nichts trifft. Ich muss jetzt mal die verdammte, den verdammten Pilzern umhauen. Geht doch. Ja, alles nicht so einfach. Hey, Matora kriegt mittlerweile einen Schaden. Richtig knackig sogar. Wir haben nur noch 2. Hau drauf! Stille fehlgeschlagen. Das wäre natürlich cool, weil dann könnten die nichts mehr tun. Jetzt eng mit der Motorwelt ziehe ich die einfach ab. Also Schurke kämpft sie da wunderbar durch. Das Gift jetzt eigentlich. Auch wenn er die letzten Runden so gut wie nichts getroffen haben. Alter, will mich der jetzt verarschen? Ist der Deutsche wieder kaputt? Alter. Müssen wir in der nächsten Runde erst einmal reparieren. Rücken wir jetzt mal vor. Der da verpasst mit Giftschild. Da hauen dann wieder ab. Mehr will ich eigentlich gar nicht im Moment. Den können wir sogar versetzen. Bitte Schaden machen. Alter, sogar richtig. Aber wenn der sich ein wenig geheilt hat dabei. Oh,
Aber langsam läuft's. So, und unser Spezialist, der sollte jetzt erstmal seine Waffe reppen. Alter, wir müssen das Zeug verkaufen. Okay, der ist wieder fit. Zumindest die Waffe, meine. So, perfekt. Matura, hau drauf. Brauchst keine 5 Aktionspunkte, verdammt. Ja, aber dann haben wir jetzt Glück und der macht den noch down. Und das sind 2 Level Unterschiede. Das merkt man in der Trefferquote wie im Schaden, was wir abkriegen, ne? So, dann bären wir hier gleich mal und schauen, ob wir das nicht zu Ende bringen. Well, it smells like an infected foot. But I cleared the last of the mushrooms. Ja. Alter. Das Gift ist hart. Mal erklären, warum der jetzt nicht nachrückt. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. So, haben wir hier irgendwas zum Einsammeln? Lauf doch nicht durchs Gift, du hier Vollpfosten. Okay, ich werde jetzt hier mal ein wenig aufräumen, das Gift ein wenig auf Zeiten schieben hier in der näheren Umgebung und wir machen dann im nächsten Part weiter. Bis später, ciao.